Hallo und willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von XCOM Germany Iron Man. Ich war ein bisschen überrascht, wir haben ja die letzte Mission, beziehungsweise ich habe die letzte Mission dann doch blöderweise ein bisschen verkackt, weil unser wichtigster Soldat gestorben ist und mir wurde dann angeboten, diese Mission nochmal zu spielen. Wie ihr seht, ich bin wirklich in einem Iron Man Spiel drin, aber anscheinend kann man die letzte Mission wiederholen, weil sie so schwer ist. Genau das werden wir jetzt nochmal tun. Denn ich will nämlich mein Playthrough hier wirklich komplett haben. Das heißt, dass wir das Spiel am Ende auch besiegt haben. Mein Trick dabei wird jetzt sein, ich habe... unser wichtigster Soldat ist hier Ellen Ripley, was ja ganz witzig ist im Zusammenhang mit Aliens. Jedenfalls habe ich sie, weil sie an erster Position ist, so ein bisschen als Sturmeinheit benutzt. Das darf ich wohl auf keinen Fall machen. Das heißt, ich muss andere... Und zwar hier, die Frau Vanille, Dana Scully und der Herr Lebowski, die werde ich nach vorne schicken. Und die anderen drei bleiben diesmal hinten. So machen wir das hier heute. Und ansonsten gehen wir wieder sehr, sehr vorsichtig. Ihr habt ja letztes Mal schon gesehen, was uns hier alles erwartet. Das wird also kein einfacher Weg. Ripley bleibt jetzt mal schön hinten. Hier drüben ist was. Zack und weg. Zum Angriff über. Da kommen sie. So, 74 und 46. Wir sind ja hier in der ersten Runde. Das ist ja ein bisschen wie Level hier aufgebaut, dieses Raumschiff. Das heißt, wir werden es zuerst hier mit den Sektoiden zu tun bekommen. Die wir jetzt aber schon relativ gut abräumen hier. Sehr schön, wenn unser Sniper den dann sehen kann. Ah, fantastisch. Absolut fantastisch. So stelle ich mir das vor. Wir sehen uns in der Hölle. Und Ripley bleibt schön hinten. Wie ich das gehört. Sie hat zwar die ganzen Gedankenfähigkeiten. Der Neuling stellt sich den jüngsten Bemühungen der Ätherer. Der erste Misserfolg. Auch wenn sie nicht ohne gewissen Scharfsinn sind, sind sie gekennzeichnet von ihrer Feigheit und Schwäche, wodurch sie unbarmherzig wurden und letztendlich nutzlos. Ich
Ich werde diesmal nicht reinstürmen wie so ein Vollidiot. Sondern hier mal Feldposten ausnutzen und darauf warten, dass die Aliens zu mir kommen diesmal. Bleiben unserer Taktik jetzt treu. Diesmal ein einzelner Vorstoß. Zwei Objekte, jedes davon mit einer offenkundigen Schwäche, vereinen sich in der Hoffnung auf symbiotische Stärke. Und dennoch ließ sich diese neu entdeckte Kraft ohne jegliche weiterreichende Überlegung, ohne Verständnis, ein weiterer sinnloser Versuch. Oh Gott! Ich muss aufpassen, was ich hier tue. Ich hatte nicht vor, Ripley nach da vorne zu schicken. Überhaupt nicht. Da kommen sie. Hab keine Mohn. In Sicht. Die Trefferchancen sind wirklich, wirklich schlecht. Ich gehe also doch lieber in den Feldposten. Liege unter Beschuss! Eins nach dem anderen.
nicht ganz, warum er die da drüben nicht sehen kann. Ich lande. Aber er hier kann den sehen. Ich bin leer. So, und jetzt kann ich ein bisschen besser planen, was ich hier mache. Ausgeschaltet. Bereit zum Angriff. Du bist gleich wieder im Gefecht. Erfasst. Die Gegner sind alle genau an den gleichen Stellen. Das ist ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Justiere Zielvorrichtung. X-Ray neutralisiert. Heil dich mal lieber selber. Wir brauchen das ganze Team top in Schuss. Auf jeden Fall nach jeder Runde genau gucken, wen man gerade angewählt hat. So, ich habe den Sektoiden angewählt. Der soll jetzt mal schön wie ein Irrer hier reinlaufen. Der Neuling muss sich einen großen Feind stellen und ebenso großer Enttäuschung, als sich ihre organische Form nicht weiterentwickelte. Gab man ihm die Stärke einer Maschine und schuf diesen gnadenlosen, furchtlosen Killer. Ein Schicksal schlimmer als er droht. Oh yeah! Mit dem Gejammer auf. So, wir haben das Team wieder komplett hochgeheilt.
können jetzt mal ein paar Meter hier gut machen. Weil ich mit den ein oder anderen Soldaten gerne mal nachladen würde. Alles wieder in war eine schwierige Entscheidung, ob ich reinstürmen soll und noch die eine Runde, die ich den Kerl habe, ausnutze. Abserviert. Zum Angriff über. Ich muss das langsam machen. Da waren wir uns einig. Schön mit Bedacht. Überlegt. Und jetzt gerade geht es mir vor allem darum, hier meine Scharfschützen in Position zu bringen. Bereit zum Angriff. Und unser Soldat, der eigentlich noch mit stürmen soll, steht hier ganz hinten. Unmöglich. Das ist das Problem mit den schweren Einheiten. Die haben leider dann meistens nicht so viel Felder, die sie sich bewegen können. Hier oben war auf jeden Fall auch einer von denen. Aliens sind alle exakt an den gleichen Stellen wie vorher. Feind in Sicht! Sie nach vorne bewegen, damit sie ein... Ich kann überhaupt keinen kontrollieren. So eine Scheiße. Du wirst dir mit Schiff zu Hause gehen. 66, 20, 14, 20. Ich nehme ihn hier. Daneben, das ist ja mal wirklich bescheiden. Getroffen. Der hier muss dringender weg. Und tschüss. So. Was macht der? Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, er greift ab. Die Artgenossen des Neulings scheitern und unsere Angst wächst,
während wir die Würde unserer Wahl hinterfragen. Ein kurioses Unterfangen. Die Suche nach der Gabe in einem höchst widerlichen Wesen. Sie waren kaum mehr als Insekten, als ihr Aufhieb begann. In ihrem Misserfolg wurden sie zu höchst gefährlichen Jägern. Ohne jegliche Führung und Verständnis waren sie nur fähig dazu, sich zu vermehren und zu sterben. Ja, die Kristalliden sind, wie zu erwarten, da auch wieder aufgetaucht. X-Ray ausgeschaltet. Schade, dass dieser eine Hayopai uns die ganze Deckung weggenommen hat. Was hier mit dem los ist, verstehe ich momentan überhaupt nicht. Gehe ich jetzt einfach mal das Risiko ein. Eier in die Hand und ab dafür. Ja! Unsere Suche. Und jetzt, da der Erfolg zum Greifen nahe ist, sind wir Zeuge, wie unsere Anstrengungen Früchte tragen. Bleibst jetzt mal schön hier und heilst erstmal deine Wunden. Dann mache ich danach noch eine Nachladerunde. Momentan läuft es noch. Es läuft, kann man ganz klar mal so sagen. So, Nachladung. Bereit zum Angriff. Alles wieder im grünen Bereich. Fertig und bereit. Huch. Los jetzt. Er ist der Einzige, der nicht nachladen muss, weil er nie irgendjemanden sieht. Fertig und bereit. Wir schleichen uns langsam an unsere Ziele ran. Ja, was die Aktion sollte, weiß ich nicht genau.
Reich an unsere Bedürfnisse anpassbar. Dennoch, trotz all der Hoffnung, konnten sie die Gabe nicht annehmen. Ein weiteres Beispiel von Verschwendung. Okay. Justiere Visier. Run and Gun ist wieder frei. Sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass ich bis hier vorne komme. Sieht gut aus. Sehr schön. So müssen die Nahkämpfer funktionieren, dass die vorne stehen können und immer direkt auf alles reagieren können. Das ist einfach optimal. Ich habe das Gefühl, dass die Szene bei unserem letzten Vorstoß genauso abgelaufen ist. Und zwar, ich meine, exakt genauso. Los jetzt! Das Schöne ist, ich muss ihn gar nicht mehr groß in Feldposten stellen, weil er sowieso automatisch einen Feldposten hat. Muss ich mir auf jeden Fall mal einhämmern. Der ein Raum, wo unsere Madame Nostromo wirklich, wirklich Sinn macht. Nämlich, weil hier die Mutants auf uns warten. Ich mache noch eine Runde. Aus dem einfachen Grund, dass ich die alle an ihren Top-Positionen haben will. So dass ich mit allen ordentlich in den Raum reinkomme. Hier zum Beispiel auch nochmal nachlade. Das ist schlimm an den schweren Gewehren, dass die immer sehr, sehr schnell leer sind. Das war mal totaler Quatsch, der blockiert den Weg. So, dann können wir jetzt in der nächsten Runde. Wage ich es sogar, Ripley zuerst reinzuschicken?
sich der Neuling einer größeren Bedrohung. Eine seltene Stärke in einer leicht kontrollierbaren Rasse. Dennoch verfügen sie über keine Schützen, keine Unabhängigkeit. Sie werden nie mehr sein als primitive Krieger. Sie dienen nur dazu, zu kämpfen und zu sterben, genau wie ihre Vorgänger. Richtig schön auseinander. Ein bisschen schade ist die Tatsache, dass wir den Berserker jetzt nicht auf unserer Gehaltsliste haben. Ich halte mich jetzt wieder in den Geistmodus, um mir hier schön Crit rauszuholen. Und vielleicht habe ich Glück und der Kollege rennt los wie ein Vollidiot. Hilfe! Hilfe! So hilft doch jemand! So, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Erstmal schaltet er den Kollegen hier aus. Hab ihn weggefegt. Rein. Ich will ihn hier dringender loswerden. Komm schon, lauf los. Ja. Ausnahmsweise passiert mal das, was ich gerne haben wollte. Dass der Drecksack losläuft. Das ist doch. Er ist ausgeschaltet. Feldpostenposition.
viele Medikits habe ich denn noch? Ich habe noch jeweils eins, okay. So aus, als könnte ich da runterspringen. Genau da will ich hin. Ein künstlicher Krieger, erschaffen, um die Unzulänglichkeiten der vielen Misserfolge auszugleichen. Erschaffen zu einem einzigen Zweck, trägt es letztendlich wenig zu unserem Ziel bei. Es gibt dennoch Hoffnung. Der Neuling ist auf dem Weg. Bin wieder da. Los jetzt. So, jetzt kommt der Raum, der mich letztes Mal fertig gemacht hat. Zeit zu killen. Große Frage ist eigentlich, ich habe ja mit Ripley habe ich ja diesen Psi-Sturm-Effekt. Der müsste die da unten eigentlich auseinandernehmen können. Das Blöde ist nur, ich kann ihn nicht so einfach anwenden. Schritt für Schritt. Hier unten will ich eigentlich hin. Der gehört noch zu mir. Ist das geil, der gehört noch zu mir. Ich habe ihn noch eine Runde. Ja, dann bestätigen. Ich hätte wahrscheinlich mit Schießen mehr Schaden machen können, aber ich habe jetzt insgesamt bei allen ja 5 Schaden gemacht. Nächstes Mal kriege ich ihn. Liege unter Beschuss!
Werte hat sie denn? Sie sieht alle drei. Wie viele Trefferpunkte hat sie noch? 13. Den hinten habe ich eigentlich eh schon im Sack. Also nehmen wir mal solche von den Kollegen vor. Sehr gut. Ich habe hier den gleichen Fehler gemacht wie letztes Mal, indem ich einfach losgelaufen bin. Prinzipiell direkt das Feuer von den Kanallinien rein. Wenn die jetzt hier wieder auf auf Übermachungsmodus gewesen wären, auf Feldposten. Nehmen wieder Tarnung, weil das uns die Crit-Chance erhöht. 7600. Sehr gut, er ist in der Zone. Dafür liebe ich ihn einfach. Ich kann mit dem nicht mit dem Gewehr schießen, oder? Nee, kann ich nicht. Seine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ziel steht noch. Null Munition, ich bin leer. Unsere Anstrengungen nicht ohne Grund.
Dies läutet unsere Rache ein und legt den Grundstein für unsere Zukunft. Alles wieder im grünen Bereich. So, ich würde jetzt aber schon gerne mit allen über eine Flanke kommen. Rückmarsch, Marsch ins Glied. Er kann ja mal ein bisschen alles im Auge halten. Das finde ich. Oh Gott. Ich habe auf die Pistole geschaltet. Sorry. Kill bestätigt. So, wir haben unsere Soldaten eigentlich alle in Position. Er soll nur angelaufen kommen. Wir haben mehrere Scharfschützen auf ihn gerichtet. Ausgezeichneter Treffer. Das war jetzt ein bisschen eine Drecksack-Aktion. Du Drecksack. Ziel ausgeschaltet. Thank you.
meine Soldaten hier auf der Flanke habe, kann ich auch mal eine Nachladerunde starten, wollte ich sagen. Aber sie will wohl nicht so wirklich. Aber jetzt kannst du schon mal nachladen. Fertig und bereit! Erstmal schön hier vorne in eine vernünftige Deckung und heilst dich mal schön selber. Du gehst zurück an die Spitze, wo du hingehörst. Du ebenfalls. Nachladen kommt vielleicht mal ganz gut. Wieder am Start. So. Unpopuläre Entscheidung vielleicht. Du bist gleich wieder im Gefecht. Aber das ist unser wichtigster Soldat. Er darf auf keinen Fall sterben. Sie darf auf keinen Fall sterben. Dementsprechend wird sie wieder voll geheilt. Damit die uns nicht irgendwie hintenrum erwischen können. Und jetzt muss ich nur wieder darauf achten, dass sie verdammt nochmal nach hinten gehört. Wieder am Start. Ich habe sie ja gerade nur mit nach vorne reingenommen. Weil ich ihre psionischen Fähigkeiten brauchte. Ich aber gerade mal gucken, das sieht mir schon aus, als wäre das hier der letzte Stretch. Ja. Wir haben hier nur noch einen großen Raum zu stürmen. Wird als allerletztes bewegt, damit sie das endlich mal lernt hier. Bringt sie zur Strecke! Nochmal nachladen, weil wenn wir schon wahrscheinlich vor dem letzten Raum stehen, dann sollten wir auch komplett durchgeladen sein. Daran, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, ist eben auch, dass die ganzen Kräfte, wie zum Beispiel Run and Gun und Gedankenkontrolle und sonst irgendwas, dass die alle nochmal schön aufladen können. Ich glaube fast, wir sind bereit, den Laden hier zu stürmen. Denke ich
Spitze, rechte Spitze. Gucken wir doch gerade mal. Ja, die Treppe hoch und hier ist, glaube ich, die Brücke schon. Da oben. Das war's. Wir sind tatsächlich auf den letzten Metern der Mission. Wollen wir doch mal schauen, wie wir unsere Soldaten hier ein bisschen verteilen. Fangen wir mal hier vorne an. Blicket auf die größte Niederlage der Ätherer. Wir, die wir uns nicht so erheben konnten, wie man es von uns erwartete. Wir, die ausgestoßen wurden. Wir, die dazu verdammt wurden, von der Gabel niederer Wesen zu zehren, da wir sie erheben wollten, sie vorbereiten wollten auf das, was vor uns liegt. Dann gucken wir doch mal. Wir haben hier einen 58, 58, 60 und 38. Hab sie. Jetzt gerade brauche ich Ripley, weil ich mit ihr eine Gedankenkontrolle machen will, und zwar von dem Kollegen, der hier vorne steht. Dein Wille ist dein. Fantastisch. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Das Unterfangen war nicht umsonst, sondern eine Notwendigkeit, da unsere physische Form wirkungslos geworden war. Unsere Suche nach dem perfekten Exemplar wurde angetrieben durch unsere eigene lähmende Unzulänglichkeit. Und nun, endlich. Dann räum den da hinten doch bitte mal ab. Was ist in meinem... Nichts. Es ist nichts. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Panik, wenn ich nicht den Kollegen hier hätte, der die ganze Chose da hinten jetzt beenden kann. Mit einem gezielten Schuss.
daneben. Komm schon, schalt ihn aus, schalt ihn aus. Ja! Das ist unsere Führung, um diese Fähigkeit zu schärfen. Was bist du ohne uns? Unser eigener Agent hat das gerissen. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass ich ihn da hinten gerade noch kontrolliere. Wenn ich die Kontrolle verliere, dann gewinnen wir das Game. Bringt sie zur Strecke! Ich glaube, wir haben es geschafft. Durch diesen kleinen geilen Mutodon, der den König seiner Rasse erledigt hat. Aber ich mache jetzt nicht zu schnell irgendwelche Sachen hier, die ich nachher noch bereue. Wir spielen erstmal schön weiter, bis das sicher ist, was ich hier eben gesagt habe. Weil die haben uns hier ganz schön gefickt, das muss ich mal sagen. Jetzt machen wir einfach mal den hier. Bestätigen. Rakete rein und ich glaube, das ist der letzte Schuss. Hier kommt der Schmerz. Ich danke dir, mein Newton-Freund. Jawohl! Was zum Teufel ist da los? Das Schiff. Wie ein verglühender Stern. Es wird zu einem schwarzen Loch. Aus dieser Entfernung wird die Erde zerstört werden. Zentrale, hier wird's zu heiß. Das Paket ist nicht an Bord. Länger konnte ich nicht warten. Sir, das Alienschiff bewegt sich. Und wohin? In welche Richtung? Nach oben. Thank you.
Ja, die Erde wurde gerettet und wie so oft war es schon wieder Ellen Ripley, die die Aliens besiegt hat. So, jetzt haben wir auch für unseren nächsten Playthrough die zweite Welle möglich. Dann schauen wir doch mal Gesamtpunktzahl. Tage bis zum Sieg. 264 Tage habe ich gebraucht. Die Welt braucht normalerweise 360. Ich war also sehr gut in der Zeit. Gefechte gewonnen, mehr als sonst. Gefechte verloren. Oh, da liegt der Durchschnitt bei 0. Interessant. Getötete Aliens bin ich ein bisschen drunter. Soldaten verloren 31. Wie gesagt, ich hatte noch nie ein Playthrough, wo so viele Leute gestorben sind. Normalerweise sind das im Durchschnitt 9. Mitgliedstaaten 5 und 5 verloren. Normalerweise steigen maximal so 2 Länder aus, war also auch knapp. Tage bis zum Alien-Stützpunkt Obert, 180 Tage, dort normal 140. Das war mein Nachteil, weil ich ja beim ersten Versuch gewiped wurde, mein ganzes Team wurde ausgelöscht. Tage bis Ethergerät erbeutet, 245. Trotzdem war ich am Ende schneller, das Ethera-Gerät zu finden. Und hatte dann den Psi-Soldaten auch nochmal schnell am Start. Gefechte insgesamt 40. Wir hatten 40 Missionen. Gefechte gewonnen. Ja, getötete Aliens. Moment mal, das hatten wir doch alles schon. Ah, guck mal, die Statistiken finde ich persönlich immer sehr interessant. Moment, Moment, Moment. Soldaten verloren. Der Durchschnitt Trefferchancen 62. Hat also etwas schlechtere Chancen. Schaden pro Schuss. Rundenzahl. War ich okay. Einschuss-Kills. War ich auch. Ich war überall eigentlich. Einschuss-Tode 10. Ja, da war ich gut. Ich hatte ja auch gute Sniper am Start. Tage bis zum ersten Colonel. Hat lange gedauert. Tage auf der Krankenstation war relativ wenig. Den Art gefangen 2. Normal machen die Leute 6. Ach, die fangen wahrscheinlich mal alle. Wie gesagt, ich habe auch nicht alle Sachen, die es im Spiel gibt, erforscht. Es gibt noch Waffen, die es weiterhin gibt. Es gibt noch weitere Rüstungen und sowas. Aber ich habe halt jetzt einen Playthrough-Weg gewählt. Und da müsste man halt noch mehr Leute gefangen nehmen und sowas alles. Genauso gibt es ja hier auch noch in der Gießerei, habt ihr vielleicht gesehen, da gab es das SHIV, das Schiff genannt, gibt es zu bauen. Das ist so ein kleiner, wie so ein Mars-Roboter. Also so ein sechsrädriger Robo-Schütze. Den kann man auch benutzen. Ich benutze den eher selten. Ist halt ganz schön, wenn man keine Soldaten verlieren will. Und man kann ihn für die anderen Soldaten als Deckung benutzen. Aber so wirklich ist das nicht so ganz meins. Ja, der Abspann läuft. Der Playthrough hat mir sehr Spaß gemacht. Es war ein bisschen schade jetzt, dass wir die letzte Mission dann tatsächlich doppelt spielen mussten. Aber ich habe tatsächlich jetzt seit dem ersten Versuch und jetzt dem zweiten dazwischen habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe mir wirklich überlegt, ob ich das machen soll. Wir haben das ja hier als Iron Man Playthrough gemacht, was heißt, man kriegt keine zweite Chance, normalerweise. Aber anscheinend, da man ja diesen einen Soldaten haben muss, vielleicht lag es daran, dass nur der eine Soldat getötet wurde, unser Ripley, weil man den unbedingt brauchte. Jedenfalls das Spiel selber hat mir die Option gegeben, dass diese Mission zu wiederholen. Also habe ich genau das auch gemacht. Und außerdem fand ich es halt jetzt schön für den YouTube-Playthrough, dass es halt ein wirkliches Ende gibt. Das heißt, dass ich das ganze Spiel habe, dass ihr das Ende sehen könnt mit unseren Soldaten. Das war mir relativ wichtig. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielleicht starten wir nochmal einen neuen Playthrough, dann auf Impossible, sodass uns dann 5000 Soldaten verloren gehen, ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.